Hi Leute und herzlich willkommen zu Tag 2, 3 und 4 auf einmal heute in einem Video. Montag und Dienstag, also gestern und vorgestern, ist nicht wirklich viel passiert, was ich hätte lohnen können, direkt auf einmal hochzuladen. Ich möchte euch ja nicht nerven jeden Tag mit einem Video, was da nichts wirklich bringt. Sonntag war der erste Tag, da sind wir ja 15 Kilometer laufen gewesen und Montag hatte ich dementsprechend auch schwere Beine, deshalb war Regeneration angesagt. Einfach nur ein bisschen entspannen, ein bisschen dehnen und solche Sachen. Ich bin dann ins Schwimmbad gefahren, habe dann ein bisschen Schwimmen geübt, quasi Intervalle auch. 5x100 Meter, bisschen tauchen, bisschen schnell, 25 Meter und solche Sachen. Dann ein bisschen ins Kinderbecken, ein bisschen dehnen, ein bisschen die Muskeln wieder entspannen quasi, und das hilft mir ungemein jedes Mal. Deshalb war ich auch gestern dann wieder am Dienstag, der 28.04. müsste das gewesen sein, bin ich dann wieder 15 Kilometer laufen gegangen und ja, das war dann heute wieder der Fall, dass ich ins Schwimmbad gefahren bin. Hab ein bisschen Kraftsport gemacht, das Video kommt dann gleich noch hinten dran. Nur so ein bisschen, um meine Muskeln wieder so ein bisschen zu reizen und so. Ich habe jetzt eine Woche eigentlich gar keinen Kraftsport mehr gemacht, weil ich ja ein bisschen runterfahren möchte. Immer nur ein bisschen mit eigenem Körpergewicht so nebenbei, so mal hier, mal da, und das war's eigentlich. Aber Muskelmasse verliere ich trotzdem nicht, weil man die Muskeln halt immer wieder ein bisschen am Arbeiten hält. Und mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich möchte ja ein bisschen Muskelmasse runter eigentlich, ein bisschen Gewicht verlieren. Aber mein Ziel, jetzt noch Körperfett zu verlieren, das ist auf dem besten Wege. Ich habe jetzt, ja, Sonntag, gestern, vorgestern, jeweils ungefähr 100 bis 120 Gramm am Tag verloren, rein an Körperfett, weil ich halt 1000 bis über 1000 Kilokalorien im Defizit war. Und heute mache ich ein bisschen mehr, ich mache nur 50, 60 Kilokalorien im Defizit, weil ich morgen wieder einen Wettkampf habe. Aber da komme ich meinem Ziel eigentlich sehr gut nahe, dass ich noch bis zum Strongman Run 1 Kilogramm ungefähr runter haben möchte. Diese Woche werde ich, denke ich mal, auf ungefähr 700 Gramm Körperfett kommen. Vielleicht ein bisschen mehr jetzt noch mit dem Wochenende und den Wettkämpfen, und dann mal gucken. Morgen ist Nordkirchen, Donnerstag, der 30. Tanz in den Mai, Lauf in den Mai sozusagen. Und da werde ich mal schauen, was über die 10 Kilometer ohne Kohlenhydrate wieder geht, wie ich es ja eigentlich immer mache. Die 15 Kilometer waren eigentlich auch überhaupt gar kein Problem ohne Kohlenhydrate. Ich versuche im Durchschnitt jetzt unter 20 zu bleiben. Ich habe da mal ein bisschen Heidelbeeren und sowas drin, dann kommt man mal wieder ein bisschen höher, wenn man so gefrorene Früchte nimmt, aber das ist kein Problem. Und ansonsten ist das eigentlich viel weniger wie sonst. Mein Essen morgens ist eigentlich immer gleich ungefähr. Ich habe halt den Käse hier, ich habe die Blutwurst hier oder mal andere Sachen, und dann mache ich halt immer das, bin es halt gewohnt, werde schnell satt davon. Ein paar Nüsse zwischendurch den Tag über, das dokumentiere ich dann jetzt nicht. Ich zeige euch gleich natürlich noch, was ich gegessen habe. Und mein Krafttraining von heute zeige ich euch gleich auch noch, und dann war es das erstmal mit Tag 4. Ihr könnt dann gespannt sein auf morgen. Denn da laufe ich ja den 10 Kilometer Lauf. Mal gucken, was ich für eine Zeit laufe. Das Video wird, denke ich mal, erst übermorgen kommen, weil die Bearbeitung dauert immer schweinelange. Und ansonsten habe ich auch einen Twitter-Kanal jetzt eingerichtet. Den verlinke ich euch auch mal unten drunter. Denn da werde ich mal versuchen, so ein bisschen aktueller wirklich zu posten, was ich gerade mache. Nicht unbedingt jede Mahlzeit. Wenn ich ein paar Nüsse esse, werde ich das dann nicht posten. Das finde ich auch ein bisschen ätzend. Aber mal so eine Tageszusammenfassung oder sowas, dass man sowas irgendwie mal macht. Und ansonsten freut euch auf die nächsten Videos. Wir sehen uns dann, ja, bald. Noch eine kleine Ankündigung. Am Samstag gibt es auch schon den nächsten 10 Kilometer Lauf in Nordholen, weil das auch der Teil der Streiflichter-Serie ist, wo ich mich angemeldet habe. Das heißt, morgen gibt es einen Wettkampf, Donnerstag, Freitag wieder Regeneration, wahrscheinlich wieder im Schwimmbad. Und am Samstag gibt es dann den nächsten 10 Kilometer Lauf. Dann habe ich dann wirklich eine ganze Woche Zeit, um mich auf den Strongman Run nochmal vorzubereiten. Und dann kommen die Wettkämpfe Schlag auf Schlag. Dann kommt der Triathlon in Steinfurt. Da kommen Leichtathletik-Wettkämpfe und Meisterschaften. Und dann kommen wieder ganz viele andere Läufe, wo ich mitmache. Da freue ich mich wirklich schon drauf. Und ihr könnt natürlich auch.
dabei sein und natürlich euch die Videos anschauen. Ich sage jetzt erstmal, bis jetzt gleich im Anschluss, das restliche Gelaber von dem Typen hier kommt. Und ich hoffe euch, macht Spaß. Bis morgen oder übermorgen. Ciao. Und da sind wir auch schon bei meinem heutigen Krafttraining. Nicht viel, viel mit eigenem Körpergewicht. Ein paar Liegestütze habe ich da gemacht. Ich nehme immer diese Kurzhanteln dabei, damit ich noch ein bisschen weiter runterkomme mit der Brust. Ansonsten komme ich nicht ganz runter. Ich mache eigentlich immer mehr Wiederholungen jetzt mittlerweile, so 20, 30 Wiederholungen auch mit den Hanteln dann insgesamt und power mich da auch nicht komplett aus. Ich mache eher Kombinationsübungen, ich mache direkt danach weiter mit Sit-Ups und mache die Übungen einfach komplett hintereinander durch und versuche einfach immer wieder den entsprechenden Muskel, den ich gerade ansprechen möchte, zu spüren, anzuspannen, dass der halt ein bisschen brennt, sag ich mal. Und dann geht es auch direkt weiter an die SZ-Stange, wo ich ein bisschen was für den Bizeps und Oberkörper mache. Übrigens alles immer oberkörperfrei hier, weil in dem Wintergarten wird es locker mal 30, 40 Grad, wenn da die Sonne reinscheint. Außerdem wollte ich mal meine Form ein bisschen angucken. Da kommt ja noch ein bisschen Fett runter, aber ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden. Muskelmasse an den Armen soll noch ein bisschen weniger werden, deshalb versuche ich die einfach jetzt ein bisschen so zu halten und mal gucken, wie sich das entwickelt. Dann noch ein bisschen was für die Schulter direkt im Anschluss. Gar nicht lange Pause machen, sondern einfach nur immer 20 Wiederholungen für den Bizeps, dann nochmal 10 Wiederholungen für die Schulter. Ist ganz cool mit der SZ-Stange, die kann man dann am Kopf vorbei führen und dann nochmal ein paar Kniebeugen im Anschluss hinten dran, um mal so ein bisschen Technik zu machen. Ist natürlich überhaupt kein Gewicht jetzt drauf. Aber um es einfach mal zu machen, ich möchte ja keine Muskelmasse jetzt aufbauen, sondern mich einfach nur weiterhin an die Übungen quasi gewöhnen bis nach dem Strongman Run. Dann geht es nämlich weiter mit Gewichten und Muskelaufbau. Und hier das Frühstück vom Montag, Räucherlachs wie eigentlich jeden Morgen. Dann hatte ich noch ein bisschen von den Mettenten da und auch ein bisschen Blutwurst. Das waren halt die Reste, die ich noch da hatte und wollte nicht extra nochmal einkaufen. Zum Mittag gab es dann Hähnchenleber, seht ihr hier unten, schön in Ketchup ertränkt, aber man schmeckt der Lebergeschmack eigentlich gar nicht raus. Dazu Brokkoli und oben sieht man so klein gehäckselten Salat mit klein gehäckselten Ei drin und auch ein paar gefrorene Beeren. Das war dann mein Mittagessen und man sieht schon, dass es eigentlich eine ganze Menge ist, aber relativ wenig Kalorien im Endeffekt hat. Gestern, also am Dienstag, gab es dann wieder schön gebratenen Speck mit Rührei dabei und ein bisschen Petersilie drin und für den Eisenbedarf am Tag auch nochmal ein bisschen Blutwurst. Die esse ich eigentlich jeden Morgen dabei, das hat sich so eingebürgert, 50 Gramm Blutwurst mit dabei und das schmeckt natürlich auch. Über Tag gibt es dann auch immer wieder so Kleinigkeiten, mache ich auch mal, wenn ich mal Hunger habe, auch wieder ein bisschen Blutwurst, ein bisschen Gouda, abends auch meistens dann auch ein bisschen gefrorene Früchte und es darf auch mal 90%ige Schokolade dabei sein. Ansonsten war der Tag eigentlich so wie immer. Ich esse eigentlich relativ viel die gleichen Sachen. Und das war es auf jeden Fall jetzt erstmal zu Tag 2, 3 und 4. Ihr seht, essenstechnisch eigentlich immer nicht viel anders. Ich esse halt immer das, was ich gerade im Kühlschrank noch da hat und so ein großer Käse, der hält sich halt mal 4, 5 Tage. Dann ist der erst leer, dann gibt es was Neues und vielleicht auch mal was anderes. Ich sag erstmal ciao für dieses Video und wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video. Bis dann!